Hallöchen, Freunde. Servus. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben in der letzten Folge so ein paar komische Cluster-Angriffe Gott sei Dank gut abgewehrt, muss man sagen. Ich hoffe, jetzt ist ein bisschen mal entspannte Reno und dass wir mal hier mit dem Bau vorbeikommen. Ah, guck mal, wir sind ja schon durch hier. Nice. Das ist ja geil. Damit habe ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet. Dann ist das ja nur noch ein Katzensprung zu unserem Thronsaal. Ja, so viel dazu. So viel dazu, so ein bisschen ruhiger. Ah. Alles klar. Keiler auch noch. Alles klar. Alles klar, der hat keine Waffe. Du kommst einfach mal dahin. Lina ist im Krankenhaus, glaube ich noch, ne? Ja, Aldi auch. Medizinmann. Ani auf jeden Fall. Unser Obersoldat. Silvester macht keinen Scheiß, Alter. Silvester. Nein. Ja, komm, 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 komm. Okay, ich glaube, wir haben es. Medizinfrau, rette Silvester. So und so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, nicht Silvester. Verwirrung, oh, ich dachte schon. Oh Gott. Boah, mein Lazarett ist langsam voll, ey. Mit Zeit, dass Teppich hier fertig ist und dass ich Automatikgeschütze lerne. Dass ich meine Verteidigung ein bisschen umbaue. Ein ganzes Lazarett einfach mal voll. Jetzt ist aber endlich mal ein bisschen Ruhe hier. Ich habe keine Medizin, ich habe nichts mehr hier. Okay, Ani ist wieder fit, sehr gut. Langsam müsste mal mein Dingens hier... So, sorry. So, Medizinfrau muss auf jeden Fall behandelt werden. Oh, ist das ein Drama, Leute. Alle kaputt, ey. Aber unser Thronsaal wird... Kann ich mir schon richtig vorstellen, so einen roten Teppich dann hier, überall so ein paar Säulen, ein paar Fackeln, hier so einen fetten Thronen. Ich glaube, das wird geil. Hungerjäger ohne Waffe, Full Captain ist vollständig geheilt, das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Gut, dass ich so viele Krankenbetten gebaut habe. Am Anfang dachte ich so, Krankenbetten, ja, okay. Ja, schwierig so viele. Lohnt sich das? Brauche ich so viele? Aber hat sich doch dann ausbezahlt, ne? Ich glaube, dass ich diese Waffenkammer hier nochmal hier unten hinbauen werde. Wenn natürlich der Thronsaal erstmal fertig ist.
Dann mache ich erstmal ein bisschen auf Verteidigung. Ich könnte natürlich auch, wenn alle einigermaßen wieder fit sind, mal zusehen, dass ich unseren Gefangenen wieder aus der Gefangenschaft befreie. Aber dafür brauche ich den Brandbolzenwerfer. Verrückte Blumenratte, ich gehe kaputt, Alter. Leck mich am Arsch. So. Oh, 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 oh. Sehr gut. Ja, ja, ist schwierige Phase im Moment. Sehr schwierige Phase im Moment. Sehr, sehr schwierige Phase im Moment. Wie viel Stahl habe ich noch? 229, das geht noch. Sehr, sehr schwierige Phase. Los, Wiener. Verwirrung, Nitro, Vorratskapseln. Was denn hier? B-Ring. Nice. Nehmen wir mal mit. Können wir gebrauchen. Glasstahl. Immer. Ja, damit. Bauteil nehme ich auch. Hier unten war doch auch noch Glasstahl, ne? Okay, Wiener ist fertig. Keine Waffe. Wo ist deine Waffe? Die kann jetzt überall liegen, ne? Scheiße, wo ist deine Waffe, Alter? Liegt die hier unten noch? Nee. Oh, ich würde jetzt einfach mal so behaupten, die Waffe ist weg. Da. Fuhr ist schwanger. Oh nee, nicht, dass sie wieder abtreibt hier mit Casanova und so und wieder abhauen will und so ein Scheiß. Das war auch immer so ein Drama. Oh Gott, oh Gott. Forschung läuft eigentlich auch. Vier von fünf. Okay, jetzt haben wir fünf von fünf Rüstung. Jetzt müsste er eigentlich genau da dran gehen. Macht er wahrscheinlich jetzt das LMG. Vermute ich mal. Brandbolzenwerfer brauche ich auf jeden Fall. Ja, ich glaube schon. Und ich glaube, als nächstes Ziel würde ich mir vornehmen, unseren Priester wieder zu retten. Beziehungsweise nochmal versuchen. Inspirierter Handel, ja, okay. Können wir hier Festlichkeiten der Gewalt? Teilnehmer alle Raumeindruck. Warum ist der Raumeindruck so niedrig? Wenn
Wenn die Party spaßig oder unvergesslich ist, bekommen alle Teilnehmer mit etwas Glück vorübergehend eine erhöhte Arbeitsgeschwindigkeit. Wenn das Ergebnis spaßig oder unvergesslich ist, bekommst du zur nächstgelegenen Basis. Je nach Ergebnis des Rituals werden die folgenden Entwicklungen gewählt. Okay, dann let's go. Machen wir mal Party, würde ich sagen. Die Party war unvergesslich. Die Tänzer vergaßen sich selbst in der Musik und das Erlebnis brachte alle zusammen. Jeder, der an dem Ritual teilgenommen hat, erhält plus 16 Stimmung für 6 Tage. Du hast 20 Rufpunkte bei der Fraktion irgendwas erhalten. Aufgrund der folgenden Faktoren lag die Qualität bei 79%. 9 von 10, okay, 6 von aktive Lautsprecher an Lichtkugel gestaltet. Maximum von 10 Entwicklungspunkten erreicht. Ja, alles klar, perfekt. Das war doch mal eine feine Sache. Ja, ja, der nimmt langsam Gestalt an. Und dann kommt ja noch, aber das dauert noch ewig, weil dann kommt noch der ganze Boden hier rein, die Wände müssen noch komplett geglättet werden. Das wird noch echt spaßig. Das wird noch echt spaßig, Leute, das sage ich euch. Also Nahrungsproduktion werden wir auf jeden Fall aktuell nicht haben. Ein Mini-Jack. Nein, mit dem Ding hier. Schnitter tot. Nicht überdacht, Regen draußen, 5 Tage, fehlende Körperteile. Inspirierte Zähmung, Fuhr, ja, scheiß drauf. Alter, ihr seid schwanger, ihr könnt nicht schon wieder hier wie die Kernickel rumbumsen. Ah, ne, geht ein bisschen Schach spielen. Minus 14. So wegen. Boah, Dreck macht ja richtig viel Kacke. Oh, so eine Blume, so ein Bonsai gibt immerhin 15. Okay, Teppiche wird jetzt gleich fertig werden. Dieses Ding wird auch fertig werden. Aha, alles klar, geil. Okay, das haben wir. Jetzt würde ich aber erstmal Geschütztürme machen. Autokanonenturm, Schaumturm. Bau einen Turm, der aktiviert werden kann, um Löschschaum zu versprühen. Ja. Also nicht, ob ich den bauen werde. Oh mein Gott, was geht denn hier ab, Alter? Kannst du hier ein bisschen entfernen? Ich kann auch mal was für die Gemeinschaft tun. Sehr gut, danke schön. Kannst du hier auch ein bisschen sauber machen? Oh, direkt wieder ins Krankenbett. Direkt wieder überarbeitet. Wenig Medizin, ja, ist. Okay, aber warum habe ich nur noch 16 Dinger da? Warte mal, brauchen Waffen, Bauteile? Hitzewelle. Jo, nicht gerade wenig. 4 Bauteile, oh mein Gott. Gott. Okay. Du hast keinen Bock auf Schießen, glaube ich, ne? Irgendeiner hatte doch hier einen Bogen. Ja, komm. So. Irgendeiner hat hier doch. Wer hatte denn hier einen scheiß Bogen?
Ja, Nitro. Nitro hat einen Bogen. Okay, da muss ich dann auch noch drauf aufpassen. Okidoki. Ja, wie gesagt, mein Plan jetzt für die nächste Zeit wäre, das Ding fertig machen und dann mit, ich würde jetzt schon fast sagen, so gut wie fast allen einmal versuchen, unseren Gefangenen zu retten. Sklavenausbruch, Hohenkobold. Nein! Töte ihn nicht! Wir brauchen unseren Hohenkobold. Okay, er ist tot. Warte mal. Den laden wir nochmal. Da muss ich jetzt drauf aufpassen. Werther, ich muss den irgendwie unterdrücken. Der ist wahrscheinlich nicht genug unterdrückt. Obwohl, 68 geht eigentlich. Sklavenausbruch, ich glaube, ich spinne. Der hat so ein gutes Leben hier, der muss nichts machen. Was habe ich denn eigentlich eingestellt hier? Arbeitsmäßig, Hohenkobold. Hilfsarbeit, Transport und Reinigen. Wie wäre es, wenn ich dem sage? Wobei, der könnte eigentlich auch. Sklave, der Essen kocht, wäre das was? Ja, eigentlich wollte ich den ja haben für die Laufarbeit, ne? Dass der halt diese ganzen Besorgungen unternimmt. Alles mit dir? Wen hatte ich denn jetzt hier? Feldarbeiter? Wen habe ich denn die Waffe gegeben? Ich glaube Feldarbeiter, ne? Euli, schön Forschi. Königlicher Tributeintreiber. Junge, ich habe keinen einzigen Penny, Junge. Ich habe doch einen Penny, habe ich. Oh ja, gucke mal. Guck mal, das nimmt ja schon langsam Gestalt an hier. Mais im Lager zerfallen. Was ist jetzt mit dem Brandbolzenwerfer? Ist er fertig oder was? Das würde ich nämlich noch in dieser Folge gerne mal ausprobieren wollen. Das wäre eine feine Sache. Kann Hohenkobold denn auch schießen? Dann würde ich denen auch eine Waffe geben. Wir brauchen jeden Mann für die Mission. Oh, Fernkampf, der ist richtig gut. Frage ist, ob ich Hohenkobold eine Waffe geben will. Fertig oder was?
Hast du eine Macke, Alter? Ja, den kannst du da liegen lassen. Okay, Leute, wir machen jetzt was Aufregendes. Ich mache jetzt einfach mal Angriff Befreiung. So. So. Und dann sammle ich einfach mal alle meine Truppen. Du kommst hier hin. Du kommst hier hin. Jetzt wird alles hier komplett auseinandergenommen, hoffentlich. So, Männers. Habe ich alle da? Okay, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wo ich hin musste. Von wegen befreien und so. War das der Stamm hier? Oder war das der? Ich glaube der. Ne? Wir ballern den einfach weg hier erstmal. Karawane neu formieren. Halt dahin. Okay, dann kommst du mit. Jeder, der eine Waffe hat, kommt mit. Bum, 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 bum. Ich hoffe, das geht gut, Leute, Alter. Ich hoffe, es geht gut. Tagesration an Nahrung, 6 Tage. Reisezeit dieser Dauer. Mach mal easy. Entsenden. Hoffen wir mal, dass es hier gut geht. Ich hoffe, ich weiß auch gar nicht, ob das der Punkt ist, wo Dingsbums gefangen genommen wurde, wenn er überhaupt noch lebt. Achso, ich muss ja erstmal hier. Zack. Oh, das wird spannend, Leute. Ich hoffe, die Kinder kommen mit dem Sklaven klar und der Sklave macht keinen Scheiß. Zur Not ist der Bauherr ja auch noch da. Jagd 2 hat ein Junges zur Welt gebracht. Jax. Milk. Milk, Milk, Milk. So Leute, viel Erfolg, würde ich mal sagen, wa? Viel Erfolg. So, da sind wir. Was sind das? Antike Kampfspinnenüberreste. Frage ist jetzt natürlich erstmal, ob wir das packen an sich. Und zweitens, was haben wir denn hier? Marmor, Stahlreste. Stahlreste. Gold, nice. Und ob wir. Ja, wie gesagt, erstmal, ob wir das überleben und ob das allgemein auch hier Dingensbummels da ist, weswegen ich eigentlich auch hier bin. Nachteil ist natürlich wieder, weil ich so dumm bin, habe ich vergessen, Medikamente mitzunehmen. Ne? Das wird richtig assi. Speichern. Angriff, Befreiung 2. Speichern. Okay.
Wo sind sie? Da unten. Das heißt, ich könnte eventuell von hier unten kommen. Probieren wir einfach mal von hier unten. Das sind nämlich schon ein paar. Wer ist denn da so langsam? Arnie? Nitro. Oh, nö. Scharfschützengewehr. Oh, Scharfschützengewehr wäre ganz gut. Es geht los. Okay, einer ist schon mal weg. Wo ist mein anderer Nahkämpfer? Ausgeknipst. Okay, das war ja erstmal so ein Test, würde ich mal behaupten. Was da so auf mich zukommt, wie viele. Aber warum hat der Brandbolzenwerfer eigentlich nicht geschossen? So, das wäre jetzt so meine nächste Frage. Ah, Nitro, deswegen nicht. Nitro war verwirrt. Deswegen. Und jetzt flippt Nitro aus. Wetten. Wo ist denn hier ganz gute Deckung? Ist nirgendwo. Nirgendwo gute Deckung, glaube ich, so an sich. Ne? Doch noch zu viele, ne? Okay, das ist auf jeden Fall der Brandbolzenwerfer. Okay. Tod Oily. Junge. Völlig rasiert haben die uns. Völlig rasiert. So wird das auf jeden Fall nichts. Alter, brauchen wir noch mehr Feuerkraft oder was? Krasse Scheiße, ey. Ich dachte, ich wäre schon besser ausgestattet wie beim letzten Mal. Vielleicht hier habe ich mehr Deckung. Ein Blitzsturm, geil. Bis dahin.
haben. Sauber. Sind schon einige, glaube ich. Das ist schon. Aber die kommen nicht, ne? Ne, die wollen nicht. Vielleicht feuer ich einfach mal so ein Feuerding hier rein. Ah, okay, so eine Reichweite hat das Ding, okay. Das war nix. Zu langsam. Bruh. Scheiße. Nee, warte mal. Oh, das war nix. Nicht aus ihrer Höhle da rausgekrochen. Was jetzt kommt? Sie kommen. Es geht los. Einer ist tot von meinen. Alter, das sind immer noch zu viele. Die sind einfach noch zu viele, Leute. Ich glaube, das wird so nix. An sich rasieren wir die ganz gut weg. Nur ist es halt die pure Überzahl, die die haben. Oh, alle tot. Okay, dann würde ich sagen, ja, laden wir hier mal. War ein Experiment wert, war ein Versuch wert, aber leider ist der Versuch mal wieder nach hinten losgegangen. Okay, Leute, ich würde dafür sagen, wir machen ab hier weiter, bereiten uns so ein bisschen vor, vielleicht auf die Verteidigung, konzentrieren uns wieder hier drauf und dann schauen wir mal, wie es in den nächsten Folgen weitergeht. Alles klar, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns, bis bald, ciao.